Leute, für heute haben wir ein komplettes Display Collector Booster. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zum Abschluss gibt es auch direkt zwei Boxtopper heute. Mal schauen, was wir alles finden werden. Wir wollen uns das Ganze auch sofort anschauen. Wie immer nur noch ein kurzes, aber großes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor Games Island. Falls ihr auch mal auf der Suche nach Magic Neuware oder Zubehör sein solltet, jetzt zu Zendika, vielleicht zu der nächsten Edition. Alle Infos, auch all unsere aktuellen Giveaways findet ihr wie immer über die Videobeschreibung und wir machen jetzt mal ein paar Collector Booster auf. Viel Spaß! So, die ersten 12 und die letzten 12 Booster liegen bereit. Leute, heute 12 Sammlerbooster. Hier können wir richtig Glück haben, auch wenn es nur 12 Booster sind. Natürlich Doppelboxtopper zum Abschluss, also da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Mal schauen. Heute bin ich mal richtig gespannt. Wenn ihr die letzten Videos schon gesehen habt, die Wishlist bleibt bestehen. Und wir sind weiterhin auf der Suche nach den Planeswalkern der Edition, würde ich sagen. Schauen wir mal, was wir alles finden werden. Die Foilkarten zum Start. Oh ja, das Booster ist auf jeden Fall gut gefüllt. Klar, sind halt auch die teuren Sammlerbooster. Mal gucken, ob sich heute lohnt. Der Streitkolben. So, hier haben wir eine Foilinsel. Oh ja, da bin ich natürlich immer mit dabei. Der Hohepriester zum Start im alternativen Artwork oder Full Art, wie man es jetzt nennen möchte. Oh ja, die Karte mag ich sehr gerne. Richtig gut für das Clerica Tribal Deck. Schöner Start, würde ich sagen. Aber hier kann es ja noch weitergehen. Leute, was haben wir dahinter? Den Archon in Foil, eine Foil Rare. Oh ja, das ist echt ein netter Start. Hier Felida, alternatives Artwork, hatten wir schon oft. Natürlich der Wurm im ersten Booster. Leute, fällt mir ein. Habt ihr den Daumen hoch schon da gelassen für den Wurm? Richtig gut. Oh, Leute, passend für das Kleriker-Deck. Das Rareland. Ah, die extra grüne Katze in Foil dahinter. Aber, die sehen richtig gut aus. Hatten wir auch erst eins, wenn ich mich richtig erinnere. Sehr schön. Oh ja, Rareländer gehen immer. Der Panther. Und nochmal der Swarm in Foil. Jo, das Artwork haben wir jetzt öfters gesehen. Aber ich mag die Karte super gerne. Richtig gut. Die Katzenbestie zum Abschluss. Also hier das erste Booster. Leute, das wird auf jeden Fall eine gute Ausbeute, würde ich mal sagen. Auch wenn es so weitergeht. Auch wenn wir nur 12 Booster insgesamt haben. Na, mal sehen. Mal sehen, mal sehen. So, vorsichtig. Booster Nummer 2. So, wunderbar. Geht los mit der Panzerschirmung. Oh, netter Kombi-Trick. Ah, die üblichen Limited-Verdächtigen, sage ich mal. Die haben wir ja alle schon gesehen. Ich würde sagen, ab dem Land wird es irgendwie interessant. Die Foil-Ebene, sehr schön. Der Räuber, finde ich auch vom Flavor richtig gut. Oh ja, du kommst auch auf jeden Fall in den Deck. Sehr schön. Oh, die erste Foil-Mythic-Rare, Ashaya. Ja, für mich natürlich perfekt. Grüne Decks gibt es bei mir am meisten. Ah ja, hätte ich das mal nicht so oft gesagt. Mit den grünen Decks bei mir. Der extra grüne Panther. Oh, die Krabbe nochmal. Finde ich auch sehr schön optisch. Und Morok, nochmal eine Mythic Rare. Der sieht aber auch cool aus. Hier muss ich sagen, gefällt mir das alternative Artwork richtig gut. Oh ja. Der passt halt auch immer super gut in Commander-Decks. Sehr schön. Wunderbar. Der Entenkalmar nehmen wir natürlich immer. Ist das ein Full-Art-Plünderer? Leute, die ersten beiden Booster. Klar, sind die teuren Booster. Ah, das war jetzt schon eine ganz gute Auswahl, würde ich sagen. Da freue ich mich wirklich auf die Ausbeute am Ende. Was wir da alles finden. Booster Nummer 3. Also, da kommt halt echt noch was, aber das sieht auch ganz gut aus. Wir sind auf Planeswalker-Kurs, würde ich sagen. Mal gucken, ich bin wirklich gespannt, ob wir hier komplett ohne Planeswalker quasi die Booster-Unboxing-Season beenden. Mal schauen, der Vollwald. So, der Mini-Hammer, haben wir auch schon öfters gesehen. Muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Retreat, die Zuflucht in Foil. Sehr schön. Passt auch gut in Decks rein. Lagak, haben wir wirklich schon oft gesehen. Der Ochse, haben wir auch schon mehrmals gesehen. Habe ich aber noch nie gesagt, dass ich das Artwork richtig cool finde tatsächlich. Das ist richtig schön geworden. Das gefällt mir auch. Generell, die Artworks, wunderschön. Leute, das Celestialand nochmal. Ist der Ochse etwa der neue Wurm? Habe ich jetzt zu viel gesagt, der Foil-Ochse dahinter. Aber nochmal, Celestialand. Super schön, wunderbar. Das Relic nochmal in Foil. Das kommt auf jeden Fall in den Commander-Deck. Schön, der 3-Mana-Mana-Rock gekickert. Kann man auf jeden Fall zocken. Ist halt auch unzerstörbar, falls das Commander-Artefakt Mars-Removal über den Tisch fliegt. Also,
Das ist echt eine gut spielbare Karte. Auch ein nettes drittes Booster, würde ich sagen. Eins habe ich die super krassen Karten gefunden. Na, mal sehen. Booster Nummer 4. Da kommt ja noch was. So, wir gehen wieder ungefähr bis zu dem Land. Ein Vollmountain an der Stelle. Ah, Obun. Ah, sauber. Die Commander reden wir ja auch noch. Der Landfall Commander. Ach, wunderbar. Habe ich direkt ein Update hier oder ein Upgrade, die Full Art Version. Wunderbar. Ich mag Landfall super gerne. Also, das wird dann wohl das dritte Landfall-Deck. Vielleicht wird das eine ein bisschen geupdatet. Mal schauen. Aber nehmen wir. Richtig gut. Grackmaul. Hier nochmal auf Deutsch. Grackmaul. Oh ja. Immer solide. In Foil. Nehmen wir. Die Geopede nochmal hier. Felspick. Das ist jetzt nicht so super krass. Die Erforschung. Oh ja. Die kommt auch in Commander-Deck rein. Um Kartenvorteil zu machen für das Landfall-Deck. Ich meine, oh so. Sieht die echt gut aus. Muss ich auch sagen. Hier das Artwork. Sieht super aus, die Promo. Sehr schön. Das Elementar. Okay, das ist jetzt nicht die krasseste Karte, aber sieht auch nice aus. Und nochmal das Erwachen in Valakut oder von Valakut. Hier in Foil. Mit dem Foil-Engel-Token. Auch ein super solides Booster, würde ich sagen. Oder? Ah, vielleicht jetzt nicht das Stärkste hier im Vergleich. Aber nett. Nett. Der Mountain. Der Mountain will nicht. So, hier geblieben. Weiter geht's. Booster Nummer 5. Sehen wir schon den Insektenspielstein. Sind die doppelseitig, die Spielsteine? Ja, natürlich sind sie. Ah, wunderbar. Ist mir das schon aufgefallen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, hier Leute, der Inhalt ist jetzt ein bisschen interessanter. Gehen wir mal zum Land. Oh, wobei, für die ersten Karten. Nicht verkehrt. Der Vollsumpf. Ah ja, der Milzbell Edition hier im Full Art Style. Nehmen wir auf jeden Fall nochmal einen Foil Scavenger. Die reguläre Version. Aber die Karte finde ich so gut. Wunderbar. Nehmen wir auf jeden Fall. Ja gut, der Nektartopf nicht super stark. Ah, der Kalmar. Klassiker geht immer. Nochmal das Gruul. Doppelland hier. Ah, wunderbar. Ich wollte gerade sagen, also hier Würmer. Jetzt nach dem Ochsen. Oh, Moment. Leute, das ist ein voll pollute Delta am Ende. Also, ich glaube, wir haben das beste Booster gefunden. Oh ja, der Höhenweg. Oh ja, du siehst auch richtig gut aus. Ah, die Länder mag ich echt gerne. Aber, Leute, da haben wir auf jeden Fall mal Glück gehabt. Würde ich behaupten, das Volldelta ist am Start. Oh ja, also das war auf jeden Fall das beste Booster, würde ich mal sagen. Das war die 5. Oh, das war wirklich ein guter Start. Die 6 zur Halbzeit. Aber wirklich hier die erste Hälfte der 12 Booster. Das sieht sehr stark aus, muss ich sagen. Auch das Delta, ne, blaue Länder immer besser. So verhältnismäßig, vom Wert her, nehmen wir. Oh, Scavenger, Leute, da sage ich wirklich mal nichts, auch wenn die Karte öfters kommt. Sauber, nehmen wir die Inversion in Foil. Oh, wunderbar. Schön. Du kommst garantiert in den Commander-Deck. Finde ich gut. Der Höllenhund, solide. Sherboa ist okay. Yo, für das nächste Commander-Deck. Phyleth, wunderbar. Oh ja, das könnte auch ein preiswertes Deck werden. Oh, vielleicht könnte ich da ja mal ein Video zu machen. Finde ich super cool, die Karte. Felida und nochmal Vorbild. Foil, Full Art. Ja gut, die Karte sieht man jetzt nicht ganz so oft in Aktion. Aber die sieht optisch auch wieder richtig gut aus. Schöner Foil-Effekt. Nettes Booster. Ja, auf jeden Fall nettes Booster. Kann man so sagen. Oh ja, jetzt das Booster mit dem Delta-Toppen könnte schwer werden, Leute. Booster Nummer 7. Wie geht's weiter? So, wir gehen zum Land. Barloth, ja gut. Die üblichen Verdächtigen. Ebene. Läuft. Das Relic, eben schon mal gesagt, nehmen wir. Ist auf jeden Fall gut. Inscriptions nehmen wir auch. Auch mal eine blaue Inscription. Wir hatten letztens ein paar von den schwarzen Inscriptions. Aber wie gesagt, gut spielbar. Viel Text gekickert. Kann man auf jeden Fall zocken. Nochmal der Barloth. Nochmal Felida. Ist okay. Das Mammut, die Full Art Version. Oder das alternative Artwork. Es gibt zu viele Promos, aber sie sehen auf jeden Fall gut aus. Muss ich sagen. Mammut, sauber, grüne Karte. Nehme ich gerne. Ah, Leute. Ich meine, eben noch von erzählt. Ah, so ein Video ohne die schwarze Inschrift. Auch jetzt hier. Schön die Vollvariante. Muss natürlich auch sein. Schade, dass man nur einen Daumen hoch pro Video geben kann. Der Wurm hat ja jetzt wahrscheinlich schon das Ganze ausgelöst. Aber ansonsten, sehr gut. Leute, sehr gut. Inscriptions, weiter geht's. Schauen wir mal. Der Schlag zur Eröffnung. Gehen wir zum Land. So, was haben wir? Ein Wald. Oh ja, die ist aber so schön. Wunderbar. Ja, was soll ich sagen? Also, ja,
sauber. Schwarze Inscription, der Räuber, finde ich cool. Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist mein Booster. Also Wald, genau für mich. Schwarze Inscription, perfekt, hatten wir quasi gar nicht. Der Wurm muss natürlich sein. Oh, der extra grüne Panther, sauber. Oh, Nahiri, das ist wirklich mein Booster. Leute, wer hätte das gedacht? Barloth und nochmal Chronist in Foil, Chronist. Richtig gut, aber die Nahiri, sauber, auch direkt alternatives Artwork. Ich finde sie so cool. Ich finde sie richtig, richtig cool, wirklich. Boros Equipment, Commander Deck, ich komme. Wunderbar. Oh, sie ist so cool. Nahiri, finde ich auch echt nice. Leute, sauber. Also das kommt zumindest ans Delta dran. Vom Spaßfaktor, würde ich sagen. Neues Commander-Deck, quasi gesichert. Oh, jetzt muss ich anfangen, die ganzen Equipments noch zusammenzusuchen. Da muss ich mal schauen. Leute, weiter geht's. Das Gebirge, nochmal die Inversion. Wahrscheinlich auch ein Ticken zu oft gelobt. Das Celestia-Land. Die lobe ich ruhig öfters. Nehmen wir. Sauber, in Foil. Sehr schön. Oh ja, wunderbar. Lagak, was haben wir noch? Die Krabbe. Wunderbar. Ja, wunderbar. Ich kann mich nur wiederholen. Wunderbar. Noch ein Doppelland. Sauber. Die Dimir-Variante. Nehmen wir. Höllenhund. Und ein Valakut. Ach, hallo. Du siehst aber auch nice aus. Ja, gerade Landfall, Leute. Valakuts habe ich eventuell auch schon hier. Aber hier, das sieht doch nach einer Commander-Valakut-Version aus. Da freue ich mich. Sauber. Sehr schön. Das wird wirklich eine gute Ausbeute. Sehr gut, dass wir hier scheinbar bei den teuren Boostern Glück hatten. Optimal. Leute, das darf gerne so weitergehen. Und ich meine, wir haben Nahiri gesehen. Wir haben tatsächlich einen Planeswalker gefunden. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Jetzt, also Jace und Nissa, wenn die sich jetzt hier noch zur Party dazugesellen wollen, sage ich mal nichts. Schauen wir mal. Der Sumpf. Sagras, ja, auch oft gelobt, nehmen wir, ist in Ordnung, läuft die Ödnis, finde ich tatsächlich super, super gut auf jeden Fall, taucht jetzt auch in den ersten Standard-Competitive-Listen auf, in den langsamen Control-Decks, man kann ja die Marken drauflegen und das Land nicht zu einer Kreatur machen, falls man Angst vor Removal hat, einfach warten, immer mal wieder im Endstep aufladen, also finde ich richtig, richtig gut, ja, Ochse, top, wirklich top, der Nektar-Topf. Oh, der Schatten. Hier auch noch mit dem anderen Artwork. Sauber. Mag ich ja auch super gerne. Ist eine super solide Karte. Schön, haben wir den auch nochmal gesehen. Oh ja, der Vollkalmar. Optimal. Nehmen wir natürlich auch. Und nochmal der Erzpriester und die Vollillusion. Jo, die sind alle doppelseitig, aber ja, spielbar. Leute, spielbar würde ich sagen. Ist in Ordnung. Geht natürlich besser. Das vorletzte Booster. Und wir haben noch Doppelboxtopper. Ich vergesse das jedes Mal, dass wir noch Boxtopper haben. Also es war schon ein guter Start. Wenn jetzt in den Boxtoppern auch noch was drin ist. Das hat Potenzial heute. Die Foilinsel, Leute, das Dilemma haben wir jetzt auch schon öfters gesehen. Finde ich ganz nett. Der Schembler, der Schwarmschlurfer auf Deutsch, auch ganz cool. Ich fand ja Pelt Collector, wie gesagt, immer ein bisschen cooler. Ist aber auch eine sehr gute Karte. Nehmen wir. Höllenhund. Nochmal das Elementar, haben wir auch schon gesehen, sogar ein Foil, natürlich der Schwarm. Ich glaube, das müsste auch Nummer 5 sein, so insgesamt, unter allen Boostern, die ich aufgemacht habe. Aber gut, das ist jetzt wieder hier bei mir persönlich, die grünen Decks sind schon ein bisschen viele, aber ist okay, sage ich mal. Nektartopf und, das ist sehr okay. Wie gesagt, die grünen Decks, länderbasierte Strategien, da bin ich auf jeden Fall dabei. Green Warden in Foil. Du siehst aber auch hübsch aus. Sehr schönes Elementar. Leute, schönes 11. Booster, würde ich sagen. Und jetzt zum Abschluss noch die 12. Haben wir noch was? Ansonsten, ich lege sie hier uns schon mal bereit. Der Doppelbox-Topper. Leute, das 12. Booster. Was sagt das Land? Die Ebene. Dahinter nochmal Ashaya. Haben wir schon gesehen. Ist eine coole Karte. Nochmal. Die Geißel in Foil. Nice. Hatten wir schon in Foil. Oh Leute, habt das gesehen? Gute Karte, aber dahinter ist was viel Besseres. Habe ich eventuell schon geflasht. Habt das gesehen? Oh ja. Der Wurm. Nice. Der Barloth. Nochmal ein Doppelland. Sauber. Ich wollte gerade sagen, die Sacred Foundry Variante. Die Boros Variante. Nehmen wir. Sehr schön. Nochmal das Küken. Und Sagras, ja, definitiv einmal zu oft gelobt, aber jetzt sind wir wirklich hier in der Foil-Full-Art-Version angekommen. Im letzten Booster nehmen wir hier auf jeden Fall nochmal mit dem Land, mit dem Wurm. Doppel-Mythic-Rare, wirklich schöner Abschluss,
Aber jetzt können wir hier noch einen draufsetzen. Leute, mal gucken, ob wir Glück haben. So, jetzt einmal schauen. Also, vorsichtig wie immer. Ich lege das Ganze mal wieder hin. Und das müsste auch die Rückseite sein. Wunderbar. So, was finden wir? Finden wir noch ein Fetchland? Schönes Commanderland? Was anderes? Mal sehen. Boxtopper Nummer 1. Einmal in den Fokus. Was haben wir gefunden? Und? Oh, oh, Tatsache. Tatsache, der Tafelberg. Das nächste Fetchland. Leute, was hier los? Da haben wir wirklich Glück gehabt, so wie es aussieht. Oh ja, Tafelberg, dich nehmen wir auf jeden Fall. Du kommst gleich zur Ausbeute. Also hier kann jetzt aber nicht noch was drin sein, oder? Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Mit dem Delta, das Delta war auch voll, meine ich, ne? Huh, ordentlich. Oh, das will nicht. Das muss ein extra gutes sein. Jetzt nicht die Karte zerklicken in den letzten Sekunden des Videos. Komm. Oh, die will gar nicht. Leute, ich mache das hier nicht mit Absicht so spannend. Schaut euch das an. Das wollte einfach nicht. Es tut mir leid. So, zweiter Boxtopper. Und? Komm. Eine Einöde. Sauber. Ein Wasteland. Ich kenne die deutschen Namen wie immer nicht. Ich musste tatsächlich gucken. Die Einöde. Lesen. Ah ja. Destroy Target Non-Basic Land. Sauber, ein Wasteland. Geht immer. Super gute Karte. Ich sag jetzt nicht, es ist keine Strip-Mine, aber das ist halt eine komplett andere Karte so gesehen. Aber Wasteland, sauber. Also, huh, was ist hier los? Leute, ich mache uns die Ausbeute von heute. Und hier das Ganze insortiert, unsere Ausbeute von heute. So spontan würde ich sagen, haben wir schon ein sehr gutes Display gefunden. Ich meine, Bonus, Foil, Delta, Foil, Valakut on top. Das macht die Sache natürlich deutlich besser. Zwei sehr solide Boxtopper, würde ich sagen. Also Fetchland plus Wasteland. Richtig, richtig gut. Also eine sehr starke Grundlage einfach für das Display. Dann haben wir hier 5 Full Art von den Doppelländern. Gefällt mir persönlich richtig gut. Ein reguläres Land nochmal in Foil. Also eine richtig gute Mana Base, könnte man sagen. Das passiert ja wirklich nicht so oft. Viele Mythic Rares, die für mich persönlich auch alle brauchbar sind. Ich freue mich hier bei der gesamten Auswahl tatsächlich am meisten über Nahiri. Da freue ich mich halt wirklich drauf. Aber auch so, hier Green Warden in Foil, Doppel Ashaya, eine Foil, eine Full Art. Nochmal die Geißel in Foil, hier sehr gute Rare-Karten. Natürlich die Inscription, ganz wichtig. Aber dreimal Scavenger, hier der Plünderer. Haben wir wirklich jede Variante. Full Art Foil, nur Foil und Non-Foil Full Art war das, meine ich. Also richtig gut, Top-Karte der Edition. Bei den weißen Karten waren jetzt nicht die stärksten mit dabei. Auch hier blau-rote Karten, recht wenige in meinem Display. Dafür hier Morok, super nice. Mir gefällt das Artwork, also wirklich nochmal eine richtig gute Karte. Insgesamt wirklich eine tolle Auswahl, nette Multicolored-Karten. Allgemein, Zendikar hat ja meiner Meinung nach viele spielbare Karten. Wir hatten aber heute auch wirklich ein paar richtig gute Einzelkarten. Also wirklich ein starkes Display, richtig, richtig gut. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Sowieso Leute mit euch, mit der Community zusammen die Booster öffnen. Immer richtig cool. Falls ihr es bis hierhin geschafft habt, denkt an den Daumen hoch, würde ich mich wirklich mega freuen. Und an der Stelle kann ich euch nur noch einen wundervollen Tag wünschen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.